hier in Norden hoch und dann rechts biegen wir wieder ab. Eine kleine Nachtwanderung gemacht. Hey, da hat uns irgendwie die Tür gerade geworfen. Okay, was haben wir denn hier noch? Wahrscheinlich auch nur leer. Leer, da ist auch leer. Also ein bisschen schwammig hier die Steuerung von dem Ding. Ja. Nachladen. Wir müssten mal was essen. Notfallverpflegung. Alien Plasma. Nein, das kann man nicht essen. Hier haben wir noch was. Nahrungswert minus 50. Giftbiss. Ausdauerwert. Verfallzeit 47. Ja, komm, egal, denn. Hier, yeah, danke. So, nachgeladen ist. Jetzt sollten wir mal gucken, ob wir hier nachher oben noch können. Was war da? Haben wir da noch ein bisschen was drin? Komm, rein hier. So, das noch mit. Zu weit weg. Ah, okay, hier sind noch Kisten. Steuergerät. Okay, erst die obere, dann die untere. Oh. Was haben wir denn hier? Noch eine Pistole. Naja, nehmen wir mit. Braucht sowieso keiner. Alle anderen sind hier schon super weit. Deshalb brauchen die keine Pistole. So, das weg. Das weg. Das weg. Weg, weg, weg. Was ist denn das jetzt hier? Das habe ich doch wegen Joy gemacht. Okay. Jo, viel ist ja nicht mehr hier, was man so jetzt wirklich looten könnte. Natürlich könnte man auch alles looten, aber was kann ich hier noch irgendwas? Ne, da waren wir schon drin. Da waren wir auch schon drin. Oh, hier hinten ist sowas abgefallen. Ja, 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 jetzt hat er schon wieder keine Verbindung mehr. Hier ist noch irgendwas. Gibt das jetzt 10 Stahlplatten? Dann ist so die dekorative Blocks oder sowas, ne? Okay, ich denke, das sollte reichen. So. F5. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte, wo wir sind. Hier will ich nicht hin. Hier will ich auch nicht hin. HMS Titan. So, wir müssten mal in diese Richtung, also genau andersrum. Genau dahin. Und nicht am Wasser lang, sondern da lang. So, und da können wir dann. Das hier alles noch mitnehmen auf dem Weg. So, haben wir noch Muni? Nicht mehr. Ich höre da doch schon wieder irgend so ein Vieh. Ich höre mehrere Viecher. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Helm. Und ins Wasser. Licht. Okay. So, erstmal weg, aber Licht. Wollen wir Algen noch mitnehmen? So. Ne? So, tauchen, mitnehmen, mitnehmen. Das können wir auch gleich noch
mitmachen, mitnehmen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auf Optionen. Audio. Musik. Okay. Musik gibt's ab sofort nicht mehr. Auf diesem Let's Play-Kanal. Okay, hier haben wir noch so einen irgendeinen Diamanten. Jo, schwimmen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo so ein Metroiden finden. Da ging es ja nicht weiter. So, die Sonne geht in 10 Stunden auf. Das passt ja wieder mal gar nicht. Gut, wir haben auch eine Stunde schon gespielt und da in dem Loch zugebracht. So. Hier, mit. Um Alien irgendwas aufzunehmen. Alien-Dom. Meeresalgen. Ich drücke hier die ganze Zeit F. Aber er nimmt hier nichts auf. Doch, jetzt hat er wieder. Okay. Hier, das hier sieht mir aus wie was Aufnehmbares. Aber jetzt kann er schon wieder nicht hier wegen seiner beschissenen Ausdauer. Halt, dich nehmen wir noch mit. So. Sind wir denn jetzt zum Beispiel schon am Wasser hier endlich fertig? So, Sauerstoff habe ich nicht mehr so viel, das heißt, wir können nicht mehr tauchen. Munition haben wir auch keine mehr. Vorladung haben wir noch ein bisschen was. Habe ich jetzt so das Licht an? Ja. Okay. So, Waffe in die Hand. Mit null Schuss. Entschuldigung. So, alles, was wir hier sehen und was man aufnehmen kann, nehmen wir mit. Ah, hier sind auch diese noch nett. Hallo. Kann man auf euch eigentlich reiten? Okay, hier haben wir die Corn Dogs. So, jetzt mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Ja, das ist. Ich weiß gar nicht, dass es so weit weg ist. NWO Basis. Wo sind wir denn jetzt? Ja, okay, dann gehen wir jetzt hier mal in Norden hoch. Ah doch, das passt doch. Hier in Norden hoch und dann rechts biegen wir wieder ab. Eine kleine Nachtwanderung gemacht. So, beim Berg müssen wir sowieso rüber gehen. So, keine Ahnung, was ich da gerade aufgesammelt habe, aber normalerweise wird das so angezeigt. Anscheinend nicht. So, was ist hinter diesem Berg? Oh, ich dachte schon, wieder irgendwelche Bösewichter. Okay. Also wir müssen die Sachen nach Hause bringen. Ich dachte eigentlich, wir wollen jetzt hier ein bisschen mehr Rohstoffe, Materialien finden. Ein paar Erze, aber ein Stein. Die machen Geräusche. Okay. Okay. Nur gucken, dass ich hier sicher bin. So, wo ist die Heimatbasis? Heimatbasis da. Also drehen wir uns jetzt in die Richtung und gehen hier weiter. In der Hoffnung, dass wir noch einen Asteroiden finden. Oder Meteorit. Noch immer. Und wir sollten langsam mal den Helm absetzen, weil ansonsten haben wir keinen Sauerstoff mehr.
Und dann, wenn wir ihn brauchen, haben wir keinen. Ich hoffe, dass ich gleich das Moped wieder nehmen kann. Ist zwar ein bisschen lauter, aber... Da hat man immer so ein Glück gehabt, dass wir da nicht gegengeklatscht sind. Wir sind ein bisschen schneller. Was sind jetzt? 71 XP? Für was denn? Was ist denn das? Da ist doch Kobalt. So, Kobalt haben wir übrigens 154. Das brauchen wir nicht. So, Corn Dogs essen. Faser, Meeresei. Das hier essen. Sauerstoff haben wir natürlich nicht. Aber hier, wir haben die ganzen. Ja, Dings. So, packen wir das mal hier hin. Und hier haben wir noch ein bisschen Elektronik, Kabel, Kondensatoren. Keine Ahnung, Pentadox, irgendwas, was ich damit machen kann. Gut, zumindest haben wir jetzt hier ein Asteroiden nochmal gefunden. Das ist der. Und da ist die Heimatbasis. Gehen wir jetzt hier so rum. Ja, wird uns ja nichts weiter übrig bleiben. Hier ist NWO, genau. Genau, gehen wir jetzt erstmal zu dem Ding. Hoffen wir mal, dass wir nur Corn Dogs zum Essen. Dann nehmen wir halt noch ein bisschen Kobalt mit. Das soll's. Wir werden sowieso wahrscheinlich irgendwann gebrauchen können. So, dann einmal hier oben raufspringen. Zack. Und dann geht's nochmal los. Experience. Okay, gut. Haben wir hier ein bisschen, noch ein bisschen was abgebaut. So, jetzt wieder auf die Karte gucken. Wir wollen in die Richtung. Da, wo dieses Kier schon wieder hergekommen ist. Egal. Wir laufen dann einfach mal hier so in die Richtung. Da ist es. So, und weg, und weg, und weg. Wir wollen da gar nichts mit zu tun haben. Und das, was wir hier noch mit looten können, das nehmen wir mit. Ein Baum. Ja, Holz brauchen wir nicht wirklich. Glühwürmchen. Oh. Jetzt ist weg. Jetzt ist weg. Gut, ja. Keine Ahnung. War jetzt hier mit den anderen Rohstoffen. Da ist ein Rucksack. Hier hört ja schon wieder ein Pirk. Pirk. War das mein Rucksack? Weg, 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 weg. Oh. Haut doch mal ab da. Macht mir Angst. Da scheiß Spinne. Ich muss wirklich draußen mal das Geschütz hinpacken. Hier über den. Jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Hier über den großen Hang. Und dann an meine Basis kommen da Geschütze ran und dann ist mir das da scheißegal. Dann können die Viecher da draußen rumlaufen. Hauptsache das Ding knallt die dann ab. Hört ihr ja nicht mehr auf. So. Okay, ganz kurz mal gucken. Wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen dahin. Aber ist kein Problem. Das einzige Problem sind, falls mir irgendwelche komischen Viecher da folgen.
122. Wieso habe ich denn jetzt 122 Experience-Punkte bekommen? Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Out of Muni. Out of Ammo. Das wäre natürlich mit diesem Hoverschiff nicht passiert, aber weil wir mit unseren Experienzenpunkten extrem noch hinterherliegen, ist das natürlich alles problematisch. Alles problematisch. Aber ich hatte eben gesehen, dass beim Abbauen der Station gar keine Experienzpunkte mehr gibt, was ein bisschen kacke ist. Ich hatte das mal bei jemandem gesehen, da gab es Experienzpunkte, als er hier die Basis abgebaut hat. Na gut, egal. So, nochmal ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Wir gehen immer noch falsch. Wir müssen eigentlich da lang. Aber gut, wir gehen über den Hang, über die Bergkette. Können wir sie mitnehmen? Nein. Ein Stein. Da liegt ein Stein mitten im Weg. Okay, okay, okay. 153 Experience-Punkte. Für was denn? Warum kriegt man denn hier... Sag mir nicht, fürs Laufen kriegt man Experience-Punkte. So, haben wir hier für Muni? Nein. Kann man denn mit der Kettensäge auch töten? So, ganz kurz nochmal auf die Karte gucken. Ja, wir gehen so ein bisschen richtig. Wir gehen aber in die Richtung. Was ist das denn hier? Kupfer. Wir haben Kupfer entdeckt. Kupfer ist... Ich höre da schon wieder einen Brumpftschrei. Kupfer ist doch mal... Oh, jetzt hat er schon wieder keine Ausdauer mehr. Meine Güte. Oh. Was bist du denn? Was bist du denn? Alter Schwede. Schnell weg hier. Was war das denn für ein Vieh? Das habe ich ja noch nie gesehen. War es ein Endboss? Okay, 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 okay. So. Nee, jetzt sagt mir mal nicht hier, dass das Ding hier von diesen allen, von diesen Viechern hier bewacht ist.